Ramon Senna, unseren Ehrengast bei dem Nordischer Dorfläuf. Persönlich, wie war es eigentlich mit dir gewesen, als junger Butch? Bist du Läufer gewesen? Wohl, also, aber da Mono Mittwoch läuft, da Martini läuft, Fischbe, ist sicher immer gewesen. Das ist immer ein Highlight eigentlich jedes Jahr, da können sie laufen. Es hat immer Spass gemacht. Und die Zeit mag mich schon wieder ein bisschen erinnern, wenn ich die Kleinen hier gesehen laufen. Wie bist du als Läufer gewesen? Damals auch schon gross, mit langen Schritt ins Ziel. Ja, durch meine Grässe mit diesen langen Beinen bin ich sicher immer vorne dabei gewesen, aber ich erinnere mich jetzt nicht genau, wie gut das ich war. Wie hast du es jetzt im Laufen? Konditionstraining machen oder da Läufen? Ja, sicher. Also eben für Ausdauertraining machen wir viel Läufe. Aber ihr dürft vor allem Berglaufen machen, Prüfläufe und dann schnell vor allem mit Briefgeschwindigkeit und so. Ja. Wie bist du als Bergläufer jetzt so zweck? Ja, so Ausdauersachen habe ich eigentlich immer gerne gekannt. Ich war eigentlich recht gut gewesen. Also, das ist ja nicht unbedingt ein Müssen für mich. Ich würde eigentlich gerne sogar laufen oder Velo fahren und so. Ja. Was bringt dir das nachher im Skifahren im Winter, wenn ihr jetzt eben im Sommer Bergläufe oder Obschi läuft? Also jetzt eben im Frühling ist das wieder vor allem ein Thema, wo man halt die Grundlage macht. Das heisst, mit einem Puls lang gehen laufen oder eben gehen Velo fahren, dass du irgendwie eine gute Grundbasis hast. Und nachher gegen den Herbst geht das eher ins Intervall über und in die Schnelligkeit. Ja. Machst du das also so alleinig, die Läufe, oder tust du mit den Teamkollegen zusammen das absolvieren? Nein, die Sachen tun wir schon schauen, dass man zusammen machen kann, dass man ein bisschen mehr Spass hat. Und, ja. Und eben, das bringt dir nachher halt im Winter bringt dir halt das die ganze Saison durch, durch das, dass du die Basis gelegt hast im Frühling. Dann bist du da deinen Kollegen auch Meister, wenn es Obschi geht? Ja, Meister ist immer ein rechter Feind untereinander am Schluss. Ja. Wer ist ein Zweck für so einen Bergläufer hier jetzt in der Region, Aletsch oder Zermatt oder so etwas? Rätst du dir das? Oh, das haben wir schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht da so mit dem Kollegen geredet habe, ob ich nicht mal alle einschreiben am Matterhornlauf von Sonny Glas oder von Zermatt einen Brief auf den Gorner geht. Zum Beispiel hier liegt es eventuell drin, aber noch nicht. Ja, diskutiert haben wir es schon. Also ich muss mal schauen, ob die Planung das zulässt. Ich bin gespannt, ob der Ramon dieses Jahr oben auf dem Gurnerglad oder auf dem Riffelberg werden im Ziel treffen. Ja, sehen wir.